7/8-Takt. Meine absolute Lieblingstaktart, finde ich großartig. Gibt sehr viel auf dem Balkan. Wir fangen an, wir zählen wieder ab bis 7 Lagu-Technik, um das Ganze erstmal überhaupt zu erfassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ich hatte gesagt, dass Taktarten immer aus Gruppierungen bestehen von Zweier- und Dreiergruppen. So auch bei dem Siebener. Bei dem Siebener ist es so, dass zwei Zweiergruppen zu einem Vierer zusammengefasst werden. Und ich habe dann erst die Möglichkeit zwischen ein 3 plus 4 oder 4 plus 3. Ja, das sind die zwei bekanntesten. Es gibt noch eine dritte Variante. Wer die rausbekommt, super. Wir behandeln aber zunächst erstmal nur zwei. Erste Variante, 3 plus 4. Ich zähle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Die Dreiergruppe ist klar. Takita. Ich zähle. Takita. 1, 2, 3, 4. Takita. 1, 2, 3, 4, 1. Die Vierer wäre eigentlich Takedemi. Ich kann also zählen. Takita. Takedemi. Takita. Takedemi. Ta. Absolut korrekt. Jetzt ist es auch so, dass in der folkloristischen Musik der Siebener oft in der Vierergruppe mit zwei starken Akzenten gespielt. Und zwar, also Takita, Takedemi, Takita, Takedemi, Takita, Takedemi. Und diese zwei Schläge werden durch die Gruppe Takedemi nicht so stark ausgedrückt wie durch folgende Vierergruppe Takeduna. Ja, das Ju gibt einfach nochmal einen schönen Akzent und dann habe ich sprachlich eine gute Entsprechung für diese zwei Schläge. Ich spreche also nicht Takita Takedemi, weil das ist zu schwach, sondern ich spreche Takita Takeduna, Takita Takeduna, Takita Takeduna, Ta. Nochmal. Takita, ist klar, und dann Takeduna. Jetzt machen wir Folgendes. Wir machen auf 1 einen schönen Schwerpunkt, den wir kennen. Takita. Ja? Dann einen zweiten leichten Schwerpunkt auf den Anfang von Takejuna. Take. Und dann drehen wir die Hand. Juna. Ich spiele also Folgendes. Takita. Takejuna. Takita. Takejuna. Takita. Takejuna. Takita. Takejuna. Takita. Takejuna. Takita. Takeduna, Takita, Takeduna, Ta. Und so muss er sich anfühlen. Der 7/8 in der Gruppierung 3 plus 4. Ich mache es noch einmal vor. Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Ta. Mal schnell. Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Ta. Das wird die Variante. Das Ganze umgedreht wäre 4 plus 3. Jetzt drehen wir das Ganze tatsächlich einfach um. Wir spielen Takeduna, Takita, Takeduna, Takita, Takeduna, Takita. Ta take juna takita take juna takita take juna takita ta. Der Schwerpunkt liegt jetzt am Anfang der Vierergruppe. Take juna takita take juna takita take juna takita ta. Ja, das ist ganz wichtig. Also nochmal zum Sprechen. Die Vierergruppe wird gesprochen Takeduna, um diese zwei Schläge schön kräftig zu bekommen.
Und die Viererkurve kann jetzt am Anfang stehen, dann hätte ich 4 plus 3. Takke juna, takke ta, takke juna, takke ta, takke juna, takke ta, ta. Oder sie steht hinten, dann hätte ich 3 plus 4. Takke ta, takke juna, takke ta, takke juna, takke ta, takke juna, ta. Es lohnt sich sehr, da Kombinationen zu üben. Zum Beispiel kann man üben, zwei Takte, erstmal 3 plus 4 und dann zwei Takte 4 plus 3. Das im Wechsel. Das kommt sehr häufig vor bei traditionellen Balkanmelodien, dass da gewechselt wird. Also ich hätte jetzt 3 plus 2 und dann 3 plus 4 und dann 4 plus 3, würde sich das so anhören. Takita takijuna takita takijuna takijuna takita takijuna takita takita takijuna takita takijuna takijuna takita takijuna takita ta. Das einfach mal üben. Macht total viel Spaß.